So, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich weggeschnitten habe und wie viel nicht, aber wir sind jetzt in Hattino und ich wollte noch mal gucken, ob es hier bei den Häusern irgendwen gibt, der mir Häuser verkauft. Ich kann es mir zwar eh nicht leisten, aber ich möchte mal reden mit dem guten Herrn oder mit den Leuten im Allgemeinen. Und hier haben wir nämlich auch was, wo wir kochen können, ohne dass wir irgendeinen Feuerstein verwenden müssen. Tag. Puh, ein weiterer harter Arbeitstag. Was tust du da? Na, das Haus da abreißen. Das Haus, es ist alt und niemand wohnt dort. Also haben die Leute in Hattino beschlossen, es abzureißen. Der ursprüngliche Bewohner ist zum Schloss gegangen und einfach nicht zurückgekommen. Ich will es kaufen. Da bist du bei mir falsch. Ich kann da gar nichts machen. Wenn du nicht willst, dass die Bude abgerissen wird, musst du schon mit dem Chef selbst sprechen. Hört auf damit, es ist mein Haus. Was machst du da? Wir reißen es hier ab. Ich kaufe es. Weiß nichts drüber. Frag den Chef. Hallöchen, kann ich dir weiterhelfen? Was machst du? Ich bin gerade dabei, dieses verlassene Haus abzureißen. Man findet in Zeiten wie diesen nur Schwerkäufer. Ich kaufe es. Was ist das denn für einer? Ich kaufe es, der hat vielleicht Nerven. Also gut, ich erklär's dir. Dieses Haus, da wohnt schon seit Jahren niemand mehr drin. Also haben sich die Dorfbewohner zusammengesetzt und beschlossen, dass es abgerissen wird. Und so weiter liegen bei ziemlich genau 50.000 Rubinen. Wenn du es also kaufen willst, sprechen wir von, ich sage es nochmal, lockeren 50.000 Rubinen. Hast du so viel? Ich kann zahlen. Ha, unmöglich, aber wenigstens hast du Ambitionen. Ach, das erinnert mich an mich selbst, als ich in diesem Alter war. Also gut, also gut. Pass auf, ein Sonderangebot nur für dich. 3.000 Rubine, aber. Zuerst bringst du mir 30 Holzbündel. Irgendwie muss ich meine Kosten ja wieder reinholen. Dann leg mal los. Dummster, Tor da, hört gerade mal auf. Jawohl. Ja, das ist ein Traumhaus. Ich will's haben. Das ist doch ein schönes Haus. So stelle ich mir das vor. Ich will kein so ein klumpiges Haus. Nein, nein, nein. Ich will dieses Haus hier. Das ist mein Haus. Mein Haus. Seht euch das Haus an. Ist das nicht schön? Und ich kann alles einrichten. Oh, ein Traum wird wahr. Ich weiß ja jetzt, was wir jetzt machen. Es tut mir leid. Es tut mir unglaublich leid. Aber ich kann es nicht ändern. Ich muss es tun. Ich muss es tun. Es geht nicht anders. Ich brauche Holzbündel. Wo kriege ich Holzbündel her? Ich glaube, wenn ich Bäume abhacke, glaube ich, kriege ich Holzbündel. Kann es sein? 3000 Rubine ist halt schon heftig, ne? Habe ich nämlich nicht. Oh. Dann, oh, mit meinem eigenen See. Stellt euch das mal vor. Hier. Ich wohne hier mit meinem Pferd, das hier drin steht. Meine Pferde und ich mit dieser wunderschönen Aussicht. Ich bin gerade der glücklichste Mensch auf Erden mit Blumen. Hier sind überall Blumen. Ich bin so glücklich. Und ein toller, großer Baum. Und direktes Gebirge im Hintergrund. Und ich kann irgendwas kaputt machen. Und ein Vogel ist auch da. Alles ist schön. Ich brauche eine Axt. Ich brauche eine Axt. Der Baum ist verdächtig. Findet ihr nicht? Rute brauche ich eigentlich nicht, aber hey. Route brauche ich nicht. Das ist echt eine schöne Gegend hier, muss ich sagen. Und der Baum ist echt verdächtig. Ich habe leider keine Axt mehr, aber ich glaube, mit einem normalen Schwert geht's auch. Deswegen hole ich mir jetzt gleich mal den. Okay, mit dem Ding brauche ich da gar nicht anfangen. Ich sollte mir eine Axt besorgen, bevor ich jetzt hier alles kaputt mache. Oh. Oder ich mache es einfach so. Und schon haben wir erkannt, wie man Holzbündel macht. Ich bräuchte eine Axt. Aber die ist vielleicht im Wald zu finden. Ist öfter mal so, dass man da was im Wald findet. Das wäre natürlich nicht schlecht.
eine Eichel auch noch. Oh, da habe ich sogar zwei Holzbündel. Ich dachte, ich könnte das vielleicht kaputt machen. Nö, geht leider nicht. Nein, ich möchte da nicht hochklettern. Bevor ich jetzt aber irgendwie sterben sollte oder so, weil ich so wenig Herzen habe, esse ich jetzt mal kurz was. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Gefällt mir gut, dass ich da Holzbündel draus machen kann. Ich meine, ich brauche immer noch 3000 Rubine. Wie viel habe ich denn insgesamt? Gucken wir mal. Ich habe 1000, also brauche ich bloß noch 2000. Das heißt, ich werde schön Geld sammeln, wenn ich das jetzt mal gemacht habe. Dann, glaube ich, sehen wir uns bald wieder. Jawohl. Der hat eine Axt. Die ich mir natürlich holen werde. Ja, ich habe sie dir weggeklaut, du Penner. Wir haben 24 Holzbündel, brauchen gar nicht mehr viel. Thank you.
würde sagen, bevor wir jetzt das mit dem Haus machen, machen wir natürlich als erstes das mit den Ausdauerschrecken. Ich habe eine Technik gefunden, wie man Ausdauerschrecken am besten sammelt und habe die 10 dann gesammelt. Einfach den Rundumschlag machen, einmal aber nur, dann tauchen Ausdauerschrecken auf und dann sofort A drücken. Funktioniert immer. Da hat man im Handumdrehen ganz schnell die Ausdauerschrecken. Hier, bitteschön. Eins, zwei, drei. Ja, das sind 10 Stück, glaube ich. Dann nehme ich die mal. Und du kriegst das hier. Gut, den Rest werde ich dann selbst sammeln. Ich werde mit Fräulein Primella glücklich werden. Ach, ich kann es noch gar nicht glauben. Ups, jetzt ist die Katze wohl aus dem Sack. Frage ist, habe ich hier überhaupt genug Zeug zum Verkaufen, dass ich die 3000 zusammenbekomme? Ich bräuchte mal wieder einen Hammer oder irgend sowas, damit ich auf dem Berg oben Dinger sammeln kann. Gucken wir mal. Wie viel kriegen wir da? Fünf. Fünf. Leuchtstein, die würde ich gerne noch aufheben. Verkaufen wir alles, brauchen wir alles nicht. Nicht wirklich, sagen wir es mal so. Was ist das? Ah ja, das ist der Reaktorkern. Nee. Das bringt mir eben gar nichts ein, das ist schlecht. Käse. Dann muss ich mal gucken, ob ich irgendwo einen Hammer finde. Aber bevor wir das machen, gehen wir erstmal derweil. Hey, da sitzt sogar wer. Wer sitzt denn da? Ach, das ist der. So ein Pech. Ich möchte natürlich das Haus haben. Das Haus ist genau mein Haus. Es ist ein Traumhaus. Steht fest. Wo ist denn der gute Herr? Hallo? Ha. Wer hätte das gedacht? Ich habe sogar zwei Eisenhammer hier. Der gute Herr ist nicht mehr da. Das heißt, wir klettern die Berge hoch und sammeln Steine. Und wenn ich ganz viele Steine gesammelt habe, dann melde ich mich wieder bei euch. Ich hoffe, der Part hat euch jetzt gefallen. Es sind so ein paar Kleinigkeiten gewesen. Nächstes Mal machen wir noch die Schreine, die ich noch vergessen hatte. Diese zwei, die miteinander verbunden sind. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder. Und damit begrüße ich euch herzlich zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und wir müssen unbedingt gegen die wundervollen Wesen hier unten kämpfen, die sich hier versammeln, die ich jetzt nicht sehen kann, weil das Gras einfach viel zu groß ist. Okay, da haben wir einen großen. Ich bin ja im Anschleichen immer noch grottenschlecht. Ich habe auch die Sheik-Ausrüstung nicht. Die Sheiker-Kleidung, wie sie sich auch immer nennen mag. Das ist das Nächste. Sollte mal gucken. Nehmen wir doch lieber das. Wenn nämlich. Oh, das hat sogar noch eine bessere einen besseren Ausrüstungswert. Das wäre natürlich nicht schlecht grundsätzlich. Ich sehe jetzt schon wieder, dass es auf eine Prügelei hinausgeht. Weil
Ich bin so nicht kann. Ja, ist ja nicht so, als wäre ich ausgewichen oder so. Ich muss mal kurz ein bisschen flüchten, mir sind es zu viele Gegner. Okay, kurz mal was essen. Sonst gehe ich drauf. Sonst gehe ich sowas von drauf. Obwohl, ich habe 3 Feen. Aua. Stirb. Ich habe leider noch nicht genug gesammelt, dass ich die 3000 zusammenkriege wahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir überlegt, hier jetzt weiterzumachen. Ich habe immer noch die Erzblöcke anvisiert. Das heißt, wenn hier irgendwo ein Erzblock in der Nähe ist, den man ja braucht, also so ein Erzgestein-Zeug. Aua. Hat wehgetan, verdammt. Und zwar sehr. Genau, kletter einfach mal, Link. Kletter, während du eigentlich davonlaufen solltest, aber hey. Der hat auch so einen langen Stab. Ich habe einen Stein gefunden. Nee, das ist ein Erzblock. Stimmt. So ein Erzgestein. Habe ich ganz vergessen. Alter, jetzt langt's mir dann. Ich wieder mit meinen besten Skills überhaupt. Es ist halt echt grauenvoll. Habe ich meinen besten Braten verwendet. Stirb einfach. Du Drecksau. Sorry für die Aussage. Entschuldigung. Ich muss mich echt mal zusammenreißen. Aua.
Einfach mit einem Pfeil auf den Kopf schießen, das wäre natürlich auch keine schlechte Idee. Das hätte ich natürlich schon eher kommen können, aber hey. Jetzt gucken wir mal, ob wir uns an den Großen da hinten heranschleichen können. Okay. Stirb. Jawohl. Damit haben wir ihn zerschnibbelt. Und unsere Schafe sind wieder in Sicherheit. Die gute Dame sollte sich ihre Schafe aber bald holen, weil sonst kommt der Dingsmond wieder und dann stehen wir da. Soll ich jetzt eigentlich mit den Schafen irgendwas machen oder nicht? Nicht, oder? Ich glaube, da hat sie nichts gesagt. Rhodonit. Ist natürlich sehr gut. Kann ich gut gebrauchen. Komisches Geräusch. Geh kaputt. Schön einsammeln. Haben wir jetzt irgendwie noch eine Aufgabe? Überbringe die gute Nachricht, dass alle Monster besiegt wurden. Okay, dann müssen wir wieder zurück, um ihr die gute Nachricht zu überbringen. Die Frage ist nur, da ist mein Segel. Mein Floß. Ich sage immer Segel. Ich weiß auch nicht, warum. Da muss ein Gesteinzeug in der Nähe sein. Ja, da werde ich jetzt aber nicht hingehen. Haben wir da irgendwas? Das ist eine Höhle, oder? Da können wir reingehen. Da ist mit Sicherheit was. Maximuschel. Sehr gut. Das ist auch wieder so auffällig irgendwie. Drei Steine in einer Reihe. Da ist irgendwas drin. Da funkelt was. Eine Palmfrucht. Schön. Vielleicht müsste ich in das andere auch eine Palmfrucht reintun, dass ich habe nur eine. Sonst würde ich es ausprobieren. Vielleicht kriegt man da was. Kann gut möglich sein. Da haben wir aber eine oben. Da das natürlich sehr auffällig ist, werde ich mal in beide Schalen eine Palmfrucht reinlegen und gucken, ob ich was dafür bekomme. Das wäre doch eine gute Idee, oder? Ich meine, es ist nur eine Vermutung, aber... wer weiß, vielleicht bringt mir das ja was. Ha. Tatsächlich. Ui, du hast mich entdeckt. Hätte ich mir doch denken können, von Anfang an schon. Ich glaube, wir teleportieren uns zurück. Oder haben wir hier irgendwo einen Wald, den ich noch nicht angeguckt habe? Okay, das sind unendlich viele Wälder. Da könnte ich mal hingehen, da ist Wasser. War ich denn da schon mal? Ich weiß es gar nicht. Aber hier ist irgendwo da so ein Gesteinzeug. Und das kann ich gut gebrauchen, deswegen flitze ich da mal rum. Ich werde es dann mal rausschneiden. Wir sehen uns dann, wenn es soweit ist, wieder. Thank you.
Da hatte ich jetzt aber Glück. Sind aber ziemlich weit oben, die Krabben irgendwie. Was ist denn da oben los? Das ist verdächtig. Ah, da haben wir nur so. Aua. Muss ich natürlich einsammeln, das Lichterzeug. Schleichwürmchen sind immer gut. Aber das hier ist schon auffällig. Ich könnte natürlich jetzt... Das ist auch auffällig. Ich probiere mal was aus. Dafür brauche ich mal kurz die Schwimmausrüstung. Das probiere ich jetzt mal aus. Halt, das war ein Fehler. Oh, verkackt. Ich dachte, aber normalerweise probieren wir es mal aus. Nee. Dann probiere ich doch mal, hier hoch zu schwimmen. Vielleicht bringt das was. Okay, da kann ich nicht hoch. Schade. Aber was ist denn das? Sie ist verdächtig. Oh oh. Ist denn jetzt schon soweit? Da muss ich ganz schnell nach Hatino zurück, weil ich sonst ein Problem krieg. Hoffentlich schaffe ich das noch. Nicht, dass die dann wieder da sind und ich muss das dann nochmal machen. Das wäre natürlich nicht so toll. Das ist das, wenn man trödelt. Ich dachte aber nicht, dass der schon wieder so weit ist. Verdammt, verdammt, verdammt. Mist, Mist, Mist. Ich habe jetzt auch kein Pferd. Das ist natürlich auch nicht toll. Verdammt. Das ist echt schlecht. Und ich habe immer noch nicht diese scheiß... Sorry, diese blöden Schreine gemacht. Das ist das, wenn man so viele Quests offen hat. Das ist einfach Kacke. Nein. Nein. Bitte nicht. Hoffentlich. Die Nacht des Blutmondes. Ja, wissen wir alle. Bla bla. Lasst mich mal überspringen. Sei auf der Hut. Wenn es jetzt umsonst war, dann kriege ich die Krise. Hier sind also Erzbrocken in der Nähe. Komisch. Ich sehe gar keinen. Die sind wahrscheinlich hier irgendwo. Das hier? So richtig verstehe ich es auch nicht. Ich habe mal gesehen, wie die Leute vom Hatino-Institut hier ihre blaue Flamme angezündet haben. Oh, das ist natürlich interessant zu wissen.
Das muss ich dann glatt mal ausprobieren. Ich muss kurz niesen, Entschuldigung. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, warum ich so oft niesen muss. Yay, wir haben Milch bekommen.